Was geht ab, Leute? Janko hier und herzlich willkommen auf einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich lag letztens so im Bett, ich war voll müde, ich war voll in meinem Film, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall hat mir dann Marco geschrieben, der YouTuber Marco Manko auf WhatsApp hat er mir auf jeden Fall ein Bild geschickt. Ich schaue dann so, da hat einfach Persia X ein Video gegen alle YouTuber gedreht. Also alle YouTuber, die was gegen Persia X haben. Und da war auch meine Fresse zu sehen, also im Thumbnail. Und Leute, ihr müsst euch mal vorstellen, wie ich mich gefreut habe. Ja, Mann, endlich meine Antwort. Ja, Leute, das Video geht 30 Minuten. Ich habe jetzt einfach meine Szene zusammengeschnitten. Und ja, meine Freunde, wir schauen uns die Szene zusammen an. Also sie hat auf mich reagiert. Egal, wir schauen uns das einfach gemeinsam an. Auf jeden Fall hat sie letztens ein Video hochgeladen, Leute. Und dann dachte ich mir nur so, Digga, warum? Warum? Wieso? Was haben wir dir angetan? Wieso? Was haben wir dir angetan? Sei mal ganz ehrlich. Ja, Leute, ich habe ja jetzt 11.000 Abonnenten. Deswegen, Persia X, falls du dieses Video siehst, wieso machst du das? Wieso? Wieso? Okay, viele denken jetzt sich jetzt, Janelle, was meinst du? Lijanko, was meinst du? Ey, diese Videos sind so verstörend, ne? Nicht mehr normal. Wieso ziehst du den Namen einfach so immer in Dreck? Chill doch einfach dein Leben, mach das doch nicht so öffentlich. Wenn du was, sagen wir mal, gegen Muslime oder gegen, du hast auf jeden Fall gegen die ganze Menschheit, glaube ich, was? Dann hör das doch einfach auf, öffentlich zu machen. Wenn ich damit ein Problem habe, dann soll ich das nicht öffentlich machen. Okay. Also Leute, wenn ihr irgendein Problem habt mit irgendwas, dann sagt am besten gar nichts. Wieso? Sag das doch nicht, lass es doch einfach in deinen Kopf drin, Digga. Lass das einfach in deinen dicken, jo, du hast doch schon so einen richtigen Melonenkopf, dann lass das doch einfach in deinen Kopf drin. Aber wenn ein YouTuber wie Mert sagt, er hat was gegen Schwule, dann auf einmal nein, er soll es auch einfach in seinen Kopf drin lassen. Du hast selber gesagt, Mert soll einfach seine Meinung in seinen Kopf lassen. Wieso lässt du dann deine Meinung auch nicht im Kopf? Der YouTuber Marco Manka meinte auch, das lohnt sich nicht wieder ein Video gegen die zu machen, die macht trotzdem weiter. Da hast du auf jeden Fall recht, Bruder. Aber ihr wisst, ich bin Lijanko, ich kann meine Fresse nicht halten, ich muss auf jeden Fall immer irgendwas sagen. Wenn ich Druck habe, dann muss ich das auf jeden Fall rauslassen. Ja, okay, das hat sich jetzt ein bisschen pervers angehört, aber egal. Ja, Leute, sie hat jetzt eine Szene hinzugefügt, die einfach über 3 Minuten geht und das schauen wir uns jetzt nicht an. Ich fasse es kurz zusammen. Ich habe sie in dieser Szene einfach gefragt, wieso sie den Gottesnamen einfach so immer in den Dreck zieht. Und da hat sie geantwortet. Inwiefern ziehe ich jetzt den Gott in den Dreck, wenn ich ihn frage, ob es homosexuelle Muslime gibt? Ich meine... Schau mal, die geht es gar nicht darum, dass du ihnen eine Frage gestellt hast. Die geht es einfach darum, uns zu provozieren, weil du hast dir sozusagen jetzt gerade ein Eigentor geschossen. Du meinst in deinen Videos, es gibt keinen Gott. Also du glaubst nicht an den Gott. Wieso fragst du den dann, ob es Homosexuelle gibt? Oder homosexuelle Muslime gibt? Ja, warum? Warum? Du hast hier ein Eigentor geschossen, Punkt. Du glaubst doch nicht dran, wieso fragst du den dann? So richtig unlogisch bist du. Dann kann ich auch verstehen, dass du einfach geschlagen wurdest auf der Straße. Ganz ehrlich, ich habe mich sogar gefragt, wann das passiert. Wirklich, wann das passiert, dass du mal auf der Straße geschlagen wirst. Aber egal, Leute, wir schauen mal weiter. Wie war das nochmal mit Ramadan? Aber ich meine, okay, Islam beinhaltet sehr viel Gewalt, deswegen... reflektierst du eigentlich nur, Süße. Schau mal, was hat das denn jetzt wieder mit Ramadan zu tun? Du versuchst einfach irgendeine Lücke zu finden, nur damit du im Recht stehst. Nur damit du im Recht stehst. Das ist einfach so. Egal, wir schauen einfach weiter. Oh Leute, ich liebe diesen Intro so sehr. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Leute, jeder YouTuber würde dafür gehatet werden, wenn er einfach öffentlich trinkt, also Alkohol trinkt. Aber sie, Leute, sie trinkt ja in jedem Video Alkohol. Wieso? Du hast bestimmt auch jüngere Zuschauer. Ist ja egal, wie alt die sind, aber du musst ein Vorbild sein für deine Zuschauer. Okay, du bist schon lange kein Vorbild mehr, also das weiß jeder, das merkt auch jeder. Also ich möchte auf gar keinen Fall ein Vorbild sein für alle Menschen. Aber wenn du eins sein willst oder du findest, man müsste eins sein, wieso bist du dann keins? So, hä, I don't get it. Hä? Ich frag mich jetzt, was du von mir willst. Ich versuche doch für meine Zuschauer ein Vorbild zu sein. Halt einfach deine Fresse und geh mir nicht auf den Sack. Danke. Und dieser komische Marco feiert das noch. Ich meine, Marco, obwohl... Wieso wundert mich das eigentlich? Wieso darf Marco mich nicht feiern, oder was? Marco und ich, wir verstehen uns richtig gut. Wieso soll er nicht meine Videos feiern? Schauen wir mal weiter. Sei mal ganz ehrlich, wieso twerkst du vor der Kamera? Sei mal jeder Mensch, ne, der dich geil findet, ne? Ey, ich weiß nicht, was ich mit dir machen würde, ich habe wirklich keine Ahnung. War das jetzt gerade eine Beleidigung? Also, ich meine... Ja, das war eine Beleidigung, sieh es als Beleidigung, bitte. Bitte sieh es als Beleidigung. Das war auch eine Beleidigung. Was jetzt kommt, das hat alles getoppt. Ich war wirklich geflasht, wieso man sowas macht. Leute, bitte guckt einfach selbst, bitte guckt einfach selbst.
Schaut mal, wie sie lächelt. Schaut mal, wie sie lächelt. Sie findet es auch noch toll. Die findet das einfach toll. Was ist falsch mit dir, Persia X? Bitte, was ist falsch mit dir? Yes, bitch! Oh, da ist ein Fleck. Persia X, wo ist deine Menschlichkeit geblieben? Wo? Was bist du für ein Mensch? Sei mal ganz ehrlich jetzt. Hiermit hast du selbst bestätigt, dass du kein Mensch bist. Ich darf also nicht mit einem Buch den Boden wischen, was für mich keinerlei Bedeutung hat, was sich wirklich gegen mich ausspricht. Auch wenn es gegen dich spricht. Es gibt keinen Grund, das einfach so auf den Boden zu schmeißen und damit einfach den Boden zu wischen, Digga. Das hat... Wieso? Wieso? Das hat doch gar keinen Grund, auch wenn es gegen dich spricht. Was hat das damit zu tun? Und vielleicht hat es für dich keine Bedeutung, aber für andere Menschen hat es eine Bedeutung. Denk mal daran. Bitte denk mal daran. Was gegen mich ist. Muss ich also mit Liebe behandeln oder streicheln und sagen, oh mein Gott, okay, manche Menschen glauben an diese ganze Scheiße, deswegen... Niemand hat gesagt, dass du es mit Liebe behandeln sollst. Niemand. Aber respektier es zumindest. Bitte respektier es einfach. Okay, ich kann dir nichts sagen, weißt du? Ich bin nicht dein Vater, zum Glück. Ich bin wirklich nicht dein Vater, zum Glück. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen würde. Nicht, weil du eine Transe bist. Oder Transgender, oder wie das doch heißt. Weil du dich einfach daneben benimmst. Weil du einfach null Respekt zeigst gegenüber anderen Religionen, gegenüber anderen Menschen. Und Digga, ich kann dich zum Beispiel nicht ernst nehmen. Ich kann dich einfach nicht ernst nehmen. Du warst im Juno-Stream, du hast den Koran verbrannt. Du hast einfach den Koran verbrannt und so welche Menschen kann ich nicht ernst nehmen. Ja, meine Freunde, was haltet ihr denn davon? Lasst ein Like da, folgt mir auf Snapchat und bitte schreibt eure Meinung in die Kommentare. Ja, Leute, passt auf euch auf, macht keine Scheiße und haut rein. Sei mal wie mon ami, sei mal wie mon ami, sei mal wie mon ami.